So, Freunde, willkommen zu einem neuen Let's Play, diesmal von Cave Story, einem Spiel von Dokuzu Monogatari. Oder so. Wir starten einfach ein Spiel, wir haben am Anfang ein kleines Intro gehabt, aber das hat jetzt auch nicht so viel ausgesagt. Auf jeden Fall sitzt ein Typ vor einem Computer und stellt die Verbindung zu Zu her. Und er fragt, bist du da? Ich bin es. Kazuma, ich habe es irgendwie geschafft zu entkommen, aber ich habe mich verlaufen. So ein Scheiß. Ich habe einen Unterschlupf gefunden, aber hier gibt es nichts. Für nichts ist da aber ziemlich viel. Wenn du mich hören kannst, bitte antworte. Bitte? Und damit sind wir am Anfang des Spiels. Wir können uns bewegen und springen. Und das war's dann auch schon wieder. Das erste Gewöhnungsbedürftige, was euch auffallen wird bei diesem Spiel, ist, wir öffnen Türen und aktivieren Sachen, indem wir nach unten drücken. Das hat mich am Anfang auch ein bisschen verwirrt. Aber man gewöhnt sich dran. Ich habe jetzt die ersten paar Minuten gespielt, um nicht ganz unvorbereitet hier zu sein, weil dann hätte ich jetzt erstmal 10 Minuten irgendwie verwirrt in der Höhle rumgelaufen. Ich werde euch Bescheid sagen, sobald es für mich blind ist. Und diese Fledermäuse wollen wir selbstverständlich nicht berühren, sondern erstmal hier runter und runter und hier rüber springen. Ray, er hat einen unglaublich langsamen Fall. Sowieso seine Airtime ist relativ lang, wenn man sich das mal anguckt. Kann so 3 Sekunden in der Luft stehen. Aber egal. So, wir kommen zu diesem Typen, der einfach mal volle Kanne eingepennt ist. Aber er wollte wahrscheinlich sagen, hier, Guy, it's dangerous to go alone, take this. Und jetzt kriegen wir den Polarstern. Eine Gun. Mit der können wir voll geil rumschießen. Und ja, der Professor sucht wieder nach uns. Wir heißen offensichtlich Sue. Und wir sollen antworten, aber wir hören ihn nicht. Nein, wir hören ihn nicht. Also gehen wir einfach weiter. Juhu. Wir haben jetzt die Gun, mit der wir stylisch schießen können. Womit eindeutig die letzte Parallele zu, meine Herren, zu Metroid geschlossen wäre. Na? Diese komischen Dreiecke sind Experience Points, soweit ich das mitbekommen habe. Ich habe noch kein Level in dem Sinne gehabt. Weil es gleich nach der Tür oben schon wieder blind ist. So. Das sind, glaube ich, Medipacks. Oh ne, HP-Kapseln. Und damit hätten wir dann 6 statt 3 KP. Gut zu wissen. Das habe ich vorher nicht gewusst. Wunderbar. So, mehr Experience. Und so an den gefährlich Stacheln vorbei oder so. Können wir hier schon speichern? Nee. Das heißt einfach nur, da ist ein Safe Point drin. Oh, speichern wir einfach mal. Sicherheitshalber. Lal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 a. Speichern. Willst du speichern? Ja, Spiel speichern. Wunderbar. Und dann gehen wir hier wieder raus. Raus. Und jetzt gehen wir nach rechts. Denn jetzt können wir diese Blöcke zerschießen und diese komischen Dingsies. Was auch immer das darstellen soll. Irgendeine Mischung aus. Keine Ahnung. Es ist einfach ein undefinierbares Ding, was uns da ständig anspringt. So, jetzt kommen wir. Mysterious Door. Oh mein Gott. Komm. Danke, meine Herren. Das hat jetzt auch überhaupt nicht lange gedauert. Und wir sollen immer noch antworten. Nein, er ist so hungrig, um was zu essen. Und überhaupt, ja, von mir aus. Warum erscheinst du die ganze Zeit? Meine Herren. Gib den Schlüssel her. Nein, mach ich nicht! Versuchst du zu beschützen? Sie ist eine Fremde! Sie ist keine von uns! Sue ist eine gute Person! Ich würde niemals Sie niemals... Deutsch! Togoro! Ah, der Kleine heißt offensichtlich Togoro. Der Doktor kommt! Weißt du... weißt du doch, dass er wieder jemanden mitnimmt? Weißt du... Ach, egal. Ich, lalalala, vollkommen überspielen, lalalala, okay. Und da komme ich, bäm, und müsste jetzt eigentlich meine letzten KP verloren haben oder so. Oh. Ah, er lebt doch noch. Puh, ich dachte, was, du bist kein Feind? Nein, bin ich nicht. Sicher, das ist, egal, ich bin der König, für einen König, na egal. Ich bin die Nummer 1 in diesem Dorf.
Untergrunddorf oder so. Nicht, dass das so viel bedeutet, nachdem hier nur 6 war. Ich wollte gerade sagen, naja, 7, wenn man zu mitzählt. Okay, zu sind wir anscheinend doch nicht. Sie ist keine von uns, sie ist eine Außenseiterin, die hier vor kurzem aufgetaucht ist. Hast du noch mehr zu sagen? Hast du noch mehr zu sagen? Verdammte Togo. Ist irgendwo hingerannt und runtergefallen. Als du runtergefallen bist, meine Herren, Deutsch, vollkommen schwierig. Ich bräuchte jetzt aber langsam mal wieder einen Aufbereitungsraum oder so. Und das hier ist offensichtlich kein... Naja, wer war das? Hey. Mann, lass mich doch da hochspringen. Springen! Och Mann. Ich glaube, ich brauche einen Gravity Suit hierfür. Nee, doch nicht. Okay. Da unten haben wir was Glitzerndes. Das glitzert. Hallo, 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 hallo. Ah, so. Ja, ich kenne sie. Sie ist das süße Mädchen, das in Arthurs Haus eingezogen ist, richtig? Sie tauchte hier vor kurzem auf. Sie wurde angeschwemmt. Und von wo wurde sie angeschwemmt? Ihr seid unter... Ach, ich frag nicht nach. Ich frag einfach nicht nach. Okay, wir gucken mal, was das Glitzern hier unten ist. Verschimmert. Schmutz. Silberner Anhänger. Oh, was ist das denn? Silberner Anhänger? Oh, sie ist ein silberner Anhänger. Ich muss hier raus. Kann ich den Fisch erschießen? Ja. Mit dir. Wahrscheinlich würde er mir so einen Schaden machen. Brenn, kleiner Man. 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 Oh, sehr gut. Und da hat jemand Angst vor uns. Okay. Wir öffnen mal das Menü. Mal nochmal das Menü. Menü, 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 Menü. Ah, Menü. Silberner Anhänger. Ein silberner Anhänger in Form eines Fisches. Er ist ein sehr guter Zustand. Ups. Achso. Sonst ist da nicht mehr. Okay. Ich brauche immer noch was zum Heilen. Okay. Gib mir den Schlüssel. Nein! Voll umgerannt. Ah, du hast bestimmt irgendwas hier. So einfach. Okay. Ich lasse das jetzt erstmal unkommentiert stehen. Vasen? Vasen? Ja, Vasen. Vasen. Ich möchte sie gerne ansprechen. Dann halt nicht. Rein da. Verschlossen. Wahrscheinlich ist das der Schlüssel zu diesem Raum. Nicht. Okay, was können wir hier oben tun? Okay, da sitzt jemand ziemlich. Oh, non, non, non. Non, non, non. Du hast mich erschreckt. So, auch richtig. Das Mädchen in Arthurs Haus, richtig? Sie lebt dort mit Koro zusammen. Ein süßes Mädchen. Sie sagte, sie sucht einen Namen Himmels. Was? Sie sagte, sie sucht. Ach, egal. Ach, ein Flieger. So, okay. Wie gesagt, Leute, ich und Deutsch, das wird nichts mehr. Oh, da können wir rein. Cool, bitte. Machen wir hoch. Ich hab das echt nicht gerne getan. Ja! Rette mich, rette mich! Huch! Du bist nicht auf der Seite von dem Doktor! Okay. Das ist jetzt komisch, dass er das gesagt hat, weil der Doktor versucht. Ach egal. Der Doktor ist. Oh, der Doktor ist anscheinend böse, das hätte man sich denken können. Tötet ihr sogar jemanden? Mein Bruder. Oh nein, er hat den Bruder, der Anhänger. Ja, ich hab ihn gerade gefunden. Oh, ich. Ja, und nicht mehr haben und König immer Knoten in die Ohren. Da. Okay. Was zur Hölle bist du? Da bist du lol. Du kannst dir nicht verstecken. Nein, nein. Aber die Nase von. Du hast gar keine Nase. In der Tat. Was? Nee. Da voll die passende Stimme jetzt zu dem Charakter. Ja, die Nase und ich wage zu sagen, das Gehirn auch. Ich hab sie zuerst gefunden. Ja, ihr zwei geht zum Doktor, nicht wahr? Okay, jetzt ist natürlich die Frage, gehören die beiden quasi zu einem Bösewicht oder gibt's sowas wie zweiten, dritten, vierten Bösewicht? Man weiß es nicht. Du bist zu, oder? Der Doktor hat... Was? Hat nach dir gerufen. Ich hab gefunden gelesen. Das wäre ein bisschen verkehrt gewesen. Egal. Was? Ich bin nicht zu. Du bist... Was denn jetzt? Mann. Egal. Ja, ja, voll den Falschen gefunden. Nicht schon wieder. Ich muss aufräumen. Dabei habe ich sie als Erster gefunden. So, was willst du machen?
Willst du mich mit diesem Bild kämpfen? Ich sag einfach mal nein. Ja, ich wusste, es wäre jetzt mit einem KP ziemlich dämlich gewesen, ihn gegen ihn antreten zu wollen. Aber es scheint dann auch sowas wie mehrere Stories Stränge zu geben. Naja. Weil das wäre, wenn ich ihn jetzt bekämpft wäre, wäre ich dann definitiv Game Over gegangen? Oder wie sieht das? Also ich wäre sowieso Game Over gegangen, weil ich nur ein KP gehabt hätte, aber wenn ich jetzt die Herausforderung angenommen hätte und ihn besiegt hätte, wäre es dann anders ausgegangen? Ich meine, sie war ja eh schon weg, wie Sue, die nicht Sue ist oder so. Ah, hier haben wir erstmal einen Regenerierungspunkt, sehr gut. Und wir können auch speichern. Spiel speichern.